Ach ja, Jaguars Tennessee. Ich muss sagen, das Donnerstagabendspiel war echt schwer anzuschauen. Nicht, weil es schlecht war. Ich meine, es hatte ja sogar seine Höhepunkte. Aber es war einfach schwer anzusehen, weil zwei Offensive Coordinators Angst vor ihrem Quarterback haben. Weil zwei Offensive Coordinators nicht adaptieren können. Weil zwei Offensive Coordinators nicht verstehen, was für ein Spielmaterial sie haben. Weil zwei Offensive Coordinator denken, man könnte alle Spieler in ihr System reinpacken. Und damit hallo zum heutigen Offensive Coordinator Rant. Wobei erstmal heute geht es nur um DeFilippo. Vielleicht machen wir in einem anderen Video nochmal etwas über Mike Vrabel und Arthur Smith. Fangen wir bei dieser Analyse doch erstmal beim Herzstück dieser Jaguars Offense an. Dem Running Game und damit Leonard Fournette. Und dieser hat in 15 Läufen 66 Yards gemacht. Um ganz ehrlich zu sein, in einem Lauf hatte er sogar 69 Yards. Also hat er in den anderen 14 Läufen minus 3 Yards gemacht. In 14 Läufen minus 3 Yards. Dass daran nicht nur Leonard Fournette schuld war, ist glaube ich klar. Und deswegen schauen wir uns die Offensive Line an. Und damit so gesagt das Spielermaterial, was DeFilippo bekommen hat. Er hat Cam Robinson, Lindner, AJ Karen, Andrew Norwell und Jawan Taylor. Diese O-Line, bis auf Jawan Taylor, sind im Durchschnitt größer, stärker und schwerer als der durchschnittliche Offensive Liner in der NFL zurzeit. Sehen wir hier auch an den Grafiken. Was bedeutet, sie sind eigentlich nicht so gut im zum Beispiel Überlaufen, was du ja im Zone Running Game sehr, sehr gut brauchst. Sie wurden immer und immer wieder, wenn sie einen Zone Block setzen wollten, überlaufen, überspielt oder sonst was. Weil ihnen die Geschwindigkeit gefehlt hat, um einen Reach Block zum Beispiel anzusetzen. Und das zeigt sich in den Statistiken. Ich habe jetzt mal blau untermalt, wenn das Play ein Gap Scheme war und rot untermalt, wenn es ein Zone Scheme war. Und hier sehen wir, es wurde 8-mal Zone gecallt mit Leonard Fournette und das hat minus 19 Yards gebracht. Und es wurde 8-mal Gap Scheme gecallt und das hat 94 Yards gebracht. Wenn wir die 69 Yards von einem Play rausnehmen, sind wir hier wenigstens immer noch bei 25 Yards von 8 Plays. Immer noch nicht sehr gut, aber zumindest respektabel so, dass man damit spielen könnte. Und das meinte ich mit, sie wissen nicht, was für ein Spielermaterial sie haben. Ihre O-Line ist gemacht dafür, Gap-Schemes, Traps oder ähnliches zu laufen. Nicht Zone. Ja, Zone ist schön und in der letzten Zeit ist Zone immer beliebter geworden. Sean McVay, Kyle Shanahan und so weiter. Und damit werden solche Plays einfach effektiver, weil die D-Line darauf reagieren muss. Aber wenn du das Spielermaterial dafür nicht hast, spielst du es bitte nicht. Danke. Bei meinem zweiten Problem verstehe ich DeFilippo wenigstens ein wenig. Ich meine, du hast einen neuen Quarterback mit Minshew und am Ende des Tages, er ist noch nicht ganz eingespielt. Immer mal wieder sehen wir hier irgendeine Ungereimigkeit, die er nicht mit den Receivern genau drin hat. Aber diese ganze Sache kann ich zumindest verstehen. Ich meine, du willst halt nicht, dass der neue Quarterback unbedingt sehr, sehr viele Fehler macht. Obwohl ich es in dem Fall sehr, sehr schade finde, dass DeFilippo halt nicht einfach das nimmt, was die Defense ihm gibt. Und was die Defense das ganze Spiel Minshew gegeben hat, beziehungsweise DeFilippo, wir stacken die Box, dass Fournette ja nicht durchkommt, selbst wenn in ihr Zone spielt, was. Die äußeren Receiver sind im Mann gegen Mann und wir werden sehr, sehr viel Minshew blitzen. Was bedeutet, wenn ein Spieler im Mann gegen Mann ist, beziehungsweise im 1 gegen 1, kann man mal immer mal wieder den Ball probieren weit zu werfen. Und Minshew kann diesen Wurf. Wir sehen es immer und immer wieder. Und hätte Dede Westbrook nicht hier noch den Ball gedroppt, wäre es wahrscheinlich noch schöner geworden. Und die Statistiken würden wahrscheinlich noch besser aussehen. Aber er wirft halt lieber sehr oft kurz. Das sehen wir auch an seinen Intentional Air Yards. Der Durchschnitt seiner Intentional Air Yards ist nämlich bei 6,3. Und mit 6,3 ist er 30. in der ganzen Liga. Also weit werfen tut er nicht oft, obwohl er es eigentlich kann und die Defense es ihm gibt. Weil du wirst nicht nur jede Woche in der Defense 7 Punkte zulassen. Du musst nehmen, was die gegnerische Defense dir gibt und deine eigenen Stärken ausspielen. Und DeFilippo macht keins von beiden. Also DeFilippo, bitte, 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 hör auf, Zone Running Game zu probieren. Es funktioniert mit deinem Spielermaterial einfach nicht. Und Punkt 2, bitte lass Minshew mehr spielen. Er kann die langen Bälle auch werfen. Und die Defenses geben es ihm auch. Also nimm einfach das, was die Defense dir gibt. Weil anders bestehst du in der NFL nicht. So, und wenn ihr jetzt noch mehr Bock habt, über Football zu reden, abonniert doch diesen Kanal. Oder kommt bei mir bei Twitch vorbei. Ich streame immer Montag, Mittwoch, Freitag. Und naja, da gibt es sehr, sehr viel zu lachen. Oder manchmal halt auch Taktik-Talk. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hier beim nächsten Video sehen. Oder bei mir bei Twitch.